Nein, das ist klar. Wir sprechen gerade noch mit Achilles. Connor, ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Alles klar. Das heißt, wir killen jetzt William Johnston, unseren ersten Templer-Verschwörer. Allerdings werden wir hier vorerst die noch ein paar Siedlungsmissionen machen. Bevor wir uns aufmachen nach Boston und der Boston Tea Party zum Beispiel teilnehmen. Verflucht nochmal! Kannst du mir helfen? Klärchen. Lautloser Jäger. Bist du wohl auf? Was glaubst du denn? Wie ist das passiert? Wilderer in den Wäldern. Ich bat sie zu gehen. Das war ihre Antwort. Komm mit. Wir müssen uns deinen Arm ansehen. Und die Männer, die mir das antaten? Die können warten. Deine Wunde jedoch nicht. Meinst du, du schaffst es bis zum Haus? Ja. Es ist nur eine Fleischwunde. Wie lautet dein Name? Miriam. Lebst du hier in der Nähe? Ach, ich habe keine Heimat sozusagen. Ich brach als junges Mädchen ins Grenzland auf und seitdem verbringe ich mein Leben hier. Ich lebe, wo das Land es mir erlaubt. Eine ungewöhnliche Wahl für eine Frau aus den Kolonien. Nein, wohl nicht. Ich hatte die Wahl. Entweder das, der Konvent oder ein Bordell. Ich entschied mich für die frische Luft. Was machst du da? Die Wilderer müssen gestoppt werden. Ich sah sie von meinem Hochsitz aus. Geh dorthin und du wirst keine Probleme haben, sie zu finden. Nimm den Wurfpfeil, wenn es geht. Du brauchst Übung damit. Alles klar dann. Los geht's.
Oh, fuck. Hoch auf den Hochsitz. Sehr gut. Hoch hier, komm. Komm hoch. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich noch über die Bäume klettern, aber... Bam, Junge. Johnson wird bald Teile des Mohawk-Landes, das er gekauft hat, für die Jagd freigeben. Vielleicht machen wir da oben einen guten... Komm her, mein Freund. Ich glaube, das war's für euch. Keine Wilderer mehr da. Hey! Wo seid ihr, Freunde? Du schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Ich verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist. Besser so, mein Freund. Geh nach Hause. Einfach auf Unschuldige schießen ist doch nichts. Kann man nicht machen, Junge. Komm schon, geh vorbei. Yes. Alles klar, wir haben sie verscheucht, Achilles. Getötet und verscheucht. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich? Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Pelze, Kräuter und andere Jägerwaren stehen nun bei Myriam zur Verfügung. Läuft! Bam! Volle Synchronisation!
Ist noch was? Ach, diese Karte. So. Noch irgendwas, was man machen kann. Ja, natürlich, hier kann man Klunker etc.